one love me for my ambition. Easy to dream a dream. Was geht ab, YouTube? Pascal zu Bodybuilding. Lift you up. In the building. Mit dieser Lift you up. Ja, macht nichts, nicht so schlimm. Samstagmorgen und heute ist der Bamble. Lars geht's nicht so geil. Er beschwert sich über ein paar Illness-Problems. Die hatte ich auch vor ein paar Tagen. Es hat sich relativ schnell aber gebessert. Zum Glück müssen wir sehen, wie das bei Lars läuft. Irgendwie durch. Irgendwie. Bis zum Deadlift retten und damit Riechsalz töten. Ja. Ich meine, alles für die Strength. Da kann man ruhig mal sterben. Nachts auch egal, wenn ich mit 42 Grad Fieber im Bett liege, aber. Ebola, Bruder. Nicht jetzt. Auf jeden Fall gehen wir jetzt noch einkaufen, was zu essen holen, weil wir haben nicht so viel zu Hause. Mal gucken, was wir finden. Und dann geht's nachher los zum Wettkampf. Let's get it. Jetzt auf jeden Fall ein paar Baguette-Brötchen, die sind da drinnen mit Mozzarella und Tomate und Hähnchenbrust. Let's get it! Deswegen halte ich jetzt von hier. Ja, ist egal. Ist das jetzt in mein Gesicht endlich? Ja. Kriegen wir das jetzt endlich mal auf die Reihe hier? Was zu filmen, Junge? Bruh. Okay, ich muss Auto fahren. Ja, fahr Auto! Mann, ich muss da vorne gucken. Unser Leben ist in meiner Hand. Ja, wir sind auf dem Weg jetzt nach Großzimmern zum Bamble und ich mache mir die ganze Zeit Gedanken über meinen Opener. Vor allem meinen Opener im Squat. Ich glaube, 200. Guck nicht auf mich, guck in die Kamera. Oder auf die Straße oder so. Ist gerade ein bisschen voll, vierspurige Straße. Ja, ich weiß nicht, ich mache mir Gedanken über meinen Opener. Das ist so, ja. Aber erstmal, ich weiß gar nicht, wie das da aussieht mit irgendwie Startschein und so und Größen und so. Muss man alles. Aber okay, ja, müssen wir noch ausfüllen. Scheiße, hab ich vergessen. Nee, man muss einen Startschein ausfüllen. Da trägst du deine ersten Versuche ein, dein Gewicht und so weiter. Aber die bekommt man auch da, insofern alles gut. Okay, alles klar, safe. Ja, Lars geht's nicht so gut. Also mir geht's ja relativ gut. Also außerdem, dass ich 2 Tage nicht zu Hause geschlafen bin. Ich bin Heimschläfer. Und die lange Fahrt und so, aber mir geht's eigentlich gut. Gesundheit, ich bin fit, ich habe genug gegessen, ich habe ein bisschen spröde Lippen. Das, kennt ihr das, wenn euch das so abfuckt, wenn ihr ein paar Tage woanders seid? Ich bin mit dicken Lymphknoten aufgewachsen und aufgewachsen. Bruh. So dicke Lymphknoten einmal nach Köln. Nee, keine Ahnung, bin ein bisschen sick, ein bisschen Schwindelgefühle. Jetzt gerade geht's, heute Morgen war es nicht so cool. First thing you do, man packt den Monster auf den Boden, damit man Hand frei hat. Auf jeden Fall eine angenehme Fahrt hierher, war auch nicht weit. Halbe Stunde? Ballert, ja. Halbe Stunde. Okay, ist saukalt, aber ich hoffe drin nicht. Aber vielleicht doch. Gehen wir rein, oder? Yes, sir. Ich muss mein Zeug auch ausholen. Ist auf jeden Fall ein bisschen schmerzhaft, aber es geht. Also kann ich tolerieren. Fuck it, wir werden sehen bei höheren Lasten, weil es 170, aber es geht durch. I'ma get it up! Da ist ein Kran hinter dir. Ja? Da ist ein Kran hinter dir. Ja. Warst du dabei gewesen? Als du auf den Kran raufgeklettert bist? Ja. Und als ich runtergesprungen bin und gelandet bin. Nichts war passiert. Warst du nicht. War andere. Wie? War andere. Wer soll denn gewesen sein? Warum sollte das überhaupt richtig gewesen sein? So, wir haben eingewogen mit 97,5 Kilo und jetzt warten wir, bis es losgeht. Lars hat sich eingewogen mit 118. 118 Kilo.
Und da ist Just Another Guy on YouTube. Ja. That ain't no knock on getting high, homie. But I choose to live my life and kick it sober. Ticket niggas who get fly, homies. I watch my surroundings like my surroundings watching me. Staying four steps ahead of them and drop them if they blocking me. Yeah, it ain't easy, but I'm on to hold it down. I see my partner shot brother leave home and he still ain't been found. It's been 2 years, but still we fight to never lay it down. And pray we don't get called. I have to put his people underground. Lord knows if I could maintain. Then I wasn't used to going near them with pain. Then I'd probably be getting high. If they never introduced me to fame or sent my ass to live my life in the rain, then I'd probably be getting high. Stress got a nigga sitting low. And if I ain't know what I was living for, homie, I'd probably be getting high. Lord knows I'd probably be getting high. Mein ist auf jeden Fall ein bisschen schmerzhaft, aber es geht. Also kann ich tolerieren. Fuck it, wir werden sehen bei höheren Lasten. Es waren jetzt 170, aber es geht durch. Auf jeden Fall jetzt übelst lange warten. Geplanter Check-in war ja, dass wir um 17 Uhr loslegen, aber es hat sich jetzt verschoben auf wahrscheinlich 20 Uhr, 20.30 Uhr. Deswegen chillen. Lars und ich jetzt bei Wurstbrot. Das gibt gute Energie. Lars, ist dir noch schlecht? Gerade nicht. Vielleicht merkt euch das Würstchen. Ihr seht es später wieder auf der Bühne. Scheiße. Naja, wir warten auf jeden Fall. Wir sind trotzdem, haben trotzdem gute Laune und chillen, bis es losgeht. Und dann geht's halt los, dann wird geballert bis Mitternacht, Vampirmodus und dann... Wir haben ja noch was Zeit, aber wir stellen jetzt erstmal unsere jeweilige Höhe ein, die dort dann eingetragen wird beim Kampfgericht. Und dann können die Gewichtwechsler, Aufleger, die Höhen ganz schnell ändern. Das sieht dann ein bisschen professioneller aus als bei Pascal. Ich habe Inge Luft, die keine Ahnung, was für eine Höhe ich da brauche. Mal gucken, ich glaube, seine ist ganz gut. Ist jetzt 20 vor 8 und wir sind immer noch nicht dran. Die Gruppe vor uns ist gerade beim Benchen, also zwei Gruppen, und die haben danach auch noch Deadlifts. Fuck, ich bin auch schon richtig müde, ohne Spaß. Also ich habe gerade das harte Down erwischt. Ich hoffe, das bessert sich gleich. Aber ich bin ja da für ab.
bisschen Motivation. Up to the... All the way up. Minuten, ja, ich will nicht aus einer Sauna. Ja, also, weil war doch zweite Gruppe. Ja. Also ja, nicht, dass mal, du denkst... Sag mal Bescheid, wenn man irgendwie voll schon ist. Oh. Also, oh. Man, I gotta go. Wait a minute, wait a minute. I go. Man, I gotta go. Wait a minute, wait a minute. I go. Man, I gotta go. Wait a minute, wait a minute. I go. Man, I gotta go. Wait a minute, wait a minute. I do this for cop. He's strapped in the back while I drive. I gotta keep him alive, I got a job, and working 09 and 05. They think that my head in the sky, like I must be out of my mind. And thinking a little bit of time, that I can make diamonds come from the dirt. I show you my work, I do this for JB, you know we still hurt. You see the surface, man. I'm smoking the earth, cause sure it's perp, that pink shit I slurp, leaning and dreaming of her. Been a lady killer since a little nigga, been a trill nigga, young little nigga, Tommy Hill figure, now that little nigga, just a little bigger, I get stuck in the moment, when that loud pack is blowing, thinking back on the old days, my nigga, where time be going. Opener auf jeden Fall auf der Bank, leider nicht auf Cam, aber egal. Jetzt sind die 222 auf dem Plan, 220, das geht nicht. Remember Darkies had a stuttering problem. He grew up so wild and that nigga a problem. Young black and violent, his gun never silenced until he got sentenced. Now we gotta ride him, wishing for diamond and platinum. From hustling on corners a block from the avenues. My nigga, it's all about your attitude. You won't better gotta show gratitude. Hell of a life if you living it, I'm at the tip of it. My scenery different, get money till it is infinite. This feeling made me feel limitless. I'm going hard. Man, I gotta go. Mind undressing, her bra on dresser, I'm on extra, damn my, I'm stressed, so pleasure me, give me everything, nah, not several things, I'm gon' need everything, riding my forward's emotion from dropping the doses, that holding the things on the corner, they smelled it through noses, the bee on the coast with mimosas, the way they just put down the coasters, I'm smoking, man, shit, even my mama know, man, been in jail, I will not go again, got out and said I won't go again, bought an old gang, damn. Gerade von der Bühne direkt nach dem Squat und ich habe die 240 gesmoked, easy as that, but ich bin aber froh, sehr konservativ rangegangen zu sein, mein Bein hat ein bisschen Schmerz gemacht, ich bin einfach glücklich, Mann, einfach sau glücklich. Let's go. So, wir haben uns jetzt warm gemacht für die Bench und lief nicht ganz so schnell, wie ich mir gehofft habe, bis zu den 140, Opener 150 Kilo,
wenn es gut läuft, dann 160, 170. Mal schauen, wie es läuft. Natürlich weglaufen. Immer noch glücklich über den Squat. Ich hoffe, ich habe noch genug drin gelassen, um den Rest des Wettkampfs auch noch zu überstehen. Aber das Goal ist durch. Ich bin hyped as fuck. Das hätte ich nicht gedacht. Im Grunde habe ich die 220 geschafft, aber nach den Richtlinien war es absolut legit, mir den Versuch nicht zu geben, da ich beim Rauskommen ein bisschen nach hinten gestolpert bin. Und du musst dem Kampfrichter immer zeigen, dass du das Gewicht unter Kontrolle hast. Und das hatte ich in dem Sinne nicht, auch wenn ich die Wiederholung geschafft habe. Nicht gültig, aber auf YouTube juckt das nicht. Insofern gilt's. You know how that shit go, my nigga. High in that pinto, my nigga. These niggas will copy like tempo, my nigga. The cops gonna give out no info, my nigga. The top floor we living, my nigga. Stuff in that cushion of raw. I'm Michael Jordan, I got a ball. I'm going hard. Man, I gotta go. Wait a minute, wait a minute. I go hard. Man, I gotta go. Wait a minute, wait a minute. I go hard. Man, I gotta go. Wait a minute, wait a minute. I go hard. Man, I gotta go. Wait a minute, wait a minute. I go. All we ever wanted was to be somebody. Zweiter Benchlift durch 160 in the bank. Wir gehen vor 170 und schauen dann, was im Deadlift geht. Ich habe überlegt, mir einen dritten Versuch im Deadlift freizulassen. To go all out. Aber ich überlege noch, aber dann als Opener 220, 250 als zweiten. Und dann noch einen offen zu haben, je nachdem, wie schnell der 250er lief. Je nachdem, wie schnell der 250er lief, dann noch einen übrig zu haben, um all out zu gehen. Because a somebody is better than a nobody, and a nobody is nothing at all. From the four corners of our neighborhood blocks, we import, export, ship and stock. Working with a little, trying to make a lot. If you feel it, go and raise your hands in the air, man, and say, ah, man. All praise to the most high as we get closer by trying to touch the sky with a little ooh la la. Fire in my eyes, man. Failure is a lie, man. So live till you feel alive, man. Get rich or die, man. It's your life, all right, man? You gotta go hard. Man, I gotta go. Wait a minute, wait a minute. I go hard. Man, I gotta go. Wait a minute, wait a minute. I go hard. Man, I gotta go. Wait a minute, wait a minute. I go hard. Für den dritten. Achso, ja. Für den dritten. Kenn mich. Und meine ganze Hose. Kickbench leider den dritten gefailed. Keine Ahnung, was da ging. Ich werde später noch ein bisschen mehr dazu sagen. Jetzt geht's in die Deadlifts. Hab den Chuck schon angezogen und ja, let's go. Another day, another dollar to flip. My phone hot, when I talk there's a click. Feds pulled me off the plane. Went through all of my shit. This is right around the time that my mom got sick. She was strong the whole time and I just wanted to flip. I tried to feed her ice chips and rub water on her lips. Her little hands turned cold. I told her please don't leave, your granddaughter's 2 years old. I dropped 2 albums in the same month, doing anything for cash. Plus my trap dried up, mom passed. Then my baby mama left. It was hard for a while and I was down for a sec. Fat put me on with Wiz, I was back to the pack. Chillin' around the gang, had me really thinking about rap, but nah. Red light flights to Atlanta Club Mansion. Me and Ice pouring mud in the Fanta. Made Yoko, I was on TV. A couple months later I signed with TG. 2 weeks later, the FE. Schwer, Digga. 240, aber sind war nicht so leicht, wie man gedacht hat, ey. Vielleicht mit ein bisschen Hype und so, ja, Digga, und ein bisschen Interesse, weißt du. Ich versuch die hochzuballern irgendwie. Ja, aber das für den dritten, super. Ja. Vielleicht slappst du die. Adio. Ja. Mich. Vielleicht. D's have my bank on freeze, plus they just hit E. Life changes, I got my own clothing in a 5-bedroom home. All alone, chain smoking, nice pass. I remember that car. I saw the Bentley on the news. I used to ride in that car. I'm on tour. This the life of a star. I'm in a small town trying to hide from the law. I ripped open the seal. The smoke out would be real. I made 2 EPs before DS3. Man, rest in peace to Jack. It's been hard to sleep. Life changes. I'm thinking about my daughter. Okay, that's a good job.
How I go from selling blow to selling hemp water. Man, I did an album with Cam and woke up to a letter from Gucci, man. Shit's a trip, bring Nice and Jack back. I miss talking to my mother. Where's my lighter at? It's time to smoke. This here's for grown folks. Yeah. Burn, what up? I sit alone in my room with a lost stare in the same bed that my mama lost her life, yeah. Toss and turn, having dreams, it was just a dream. Daddy died when I was young, I was just a teen. Got a quiet son, I can't even speak about it. No IG or Facebook, won't tweet about it. Inner demons in my mind, I gotta deal with. Signed in 07, down the drain where that deal went. Radio banned me, they don't even mention me. Can't ignore the fact that I made Bay Area history. Stress suicides on me, thought he'd ride from me. But it ain't no love lost, shit, he's still a big homie. I was doing runners, to him it was just business. Fans left me for dead, guess they thought I was finished. I never wanted credit for hooking burner with Wiz. I just connected my brothers, I'm glad they handled they biz. Doing for their kids what I be doing for live. Hoping my baby mama hardest room to forgive. Mama talked to me often, I could hear a voice saying don't give up, Stan, mama I ain't got a choice. Just bought a Maserati, fresh off the lot. In a house in the hills, with a 3-car garage. 6 bedrooms, overlooking the bay. Put my plaques on the wall, you'll love where I stay. I could drop a CD, mama, and you on the cover. Dedicated to you, daddy, and my brother. I'm getting older and wiser, making smarter decisions. You grow through what you go through, it's all about living. I wanna say keep your head up to my people in prison. To all my dreamers out there, keep holding your vision. No matter what, God got your back. Rest in peace to my big brother Jack. Also wir fahren lieber jetzt mal ins Krankenhaus, weil ich kann nichts mehr hören, seit einiger Zeit schon. Und es piept einfach nur hart und ich glaube, das wäre jetzt eine schlaue Sache, die wir machen könnten. Also, let's do it. Yo, ich weiß, ihr seht nicht, viel ist dunkel, wir sind gerade vorm Krankenhaus. Ich höre einfach immer noch nichts auf dem Ohr, es ist alles taub, irgendwie tot. Auf jeden Fall mal abchecken lassen, bevor es irgendwas Schlimmeres sein sollte. Einfach damit ich auch gut pennen kann und irgendwie... Also ich gehe einfach davon aus, dass nichts Schlimmeres ist, weil alles andere wird jetzt auch nicht so viel bringen. So sehe ich übrigens aus. Ja, ich bin ein bisschen stoked, 270 gezogen, hey, läuft, aber da ich nichts hören kann, irgendwie ist das gerade wichtiger. Abmahnung an Lift You Up ist raus. Abmahnung ist raus, Digga. Da wird einer von den Bullen gebumst. Na egal, wir gehen mal rein. Ich schalte vielleicht drin nochmal ein. Fucked up. Loch im Trommelfell. Sie hat das gerade mit so einer lokalen Anästhesie irgendwie versucht zu flicken. Ich hoffe, das hält und klappt. Falls nicht, muss das Ding operiert werden. Oh, fucked up. Aber ich meine, hätte es schlimmer kommen können. Wir müssen positiv sein. Nach vorne gucken. We do this. Wir kommen am Samstagabend nach dem Wettkampf nach Hause und... Package is ready, bro. Package is ready. Danke, Nick. Alrighty, dope. Wir sind jetzt bei Lars zu Hause. Ich bin immer noch ein bisschen abgefuckt. Ich höre auch einfach nichts auf diesem Ohr. Also ich höre mich gerade selbst nicht reden. So richtig, ein bisschen nur. Und er hat Gottschellen verteilt. Schelle Gottes. Pascal, ist du entgegen. Kommt nicht zu nah. Harambe-Hand. Okay, man muss auf jeden Fall mit Humor nehmen. Bis zum gewissen Grad. Auf jeden Fall wollte ich nochmal sagen, sorry. Wir wollten noch, also waren noch ein paar Leute da, die nach dem Wettkampf ein paar Bilder machen wollten. Hieß das Ananas. Aber ich war so dermaßen abgefuckt, dass ich nur ins Krankenhaus wollte. Und ja, verzeiht mir, aber ich glaube, das tut ihr. Wir waren auch weg vor der Siegerehrung oder so, keine Ahnung, ob da was ging noch. Aber wie gesagt, das war halt erstmal für mich derbe wichtig rauszufinden. Und es hat sich ja jetzt rausgestellt, auch die richtige Entscheidung gewesen, ins Krankenhaus zu fahren, weil Loch ist halt nicht so cool, wenn unbehandelt. Jetzt ist das halt erstmal so, ja, ich sag mal, provisorisch geschient worden, mit der Möglichkeit zusammenzuwachsen. Also so, dass man eine Operation aus dem Weg gehen kann. Aber das kostet jetzt so 2 Wochen, in denen ich halt wirklich nichts machen darf, nichts machen kann, nichts machen soll. Und im besten Fall ist es dann zusammengewachsen, weil dann spare ich mir eine dicke Operation, wo das Ohr so ab und so, dies, das. Yeah, that's that. Aber Wettkampf war geil, also ich meine. Du hast rasiert. Du rasiert mit gefetzten, weggefetzten Trommelfell. Ja. 20 Kilo Deadlift PR, also läuft.
Nur wegen Schelle Gottes. Schelle Gottes regelt. Ich werde nochmal ein ausführlicheres Video dazu machen, so wo ich ein bisschen, ich habe einfach so den Urge, mich mal hinzusetzen, ein bisschen über den Wettkampf zu schnacken. Auch so von der Seele, aber das wird demnächst dann folgen. Erstmal dieses Video. Tut mir leid, dass ich euer Schatzi kaputt gemacht habe, weil ich wollte ihn halt Liebe zeigen. Ich wollte ihm Liebe zeigen mit meiner Hand. Und so wie Brüder sich Liebe zeigen. Ich hab ihn kaputt gemacht. Ist halt meine Hand, sein Gesicht ist halt zu klein für meine Hand. Na, Slap. Ist auf jeden Fall Fazit. Ja, kann man nur auf so treffen. Dumme Idee zu slappen, also ja. Lass das. Wir wussten auch, dass es eine dumme Sache ist. Aber Slap City ist officially over. Whatever, ja. Slap City is over, Intensity Real. Vor allem will ich jetzt nicht, dass er sich rächen kann, deswegen werde ich es jetzt auch nicht mehr zulassen. Aber am Ende des Tages, Lars kann nichts dafür. So, ich habe gesagt, ja, Slap me und ballert so. War schon ziemlich dumm. Ist schon alles okay. Also ich bin jetzt nicht mad oder so. Doch. Ist alles gut, ist halt abgefuckt. So Dinge passieren im Leben, es könnten auch schlimmere Dinge passieren. Also ich meine, it's do it, let's positiv bleiben. Positiven Lifestyle leben und wir schauen nach vorne. Geh weiter. Pascal Sung. Das war nur 50% Gottes Hand. Ja, stimmt. Ich glaube aber, das war 56. Ja, warst du nicht dabei gewesen, als du einmal 70 schlimm warst? Alles klar, wir sehen uns im nächsten Video. Pascal Sung, check ihn out, abonniert den Bruder Lipshop, auch wenn er mein Leben gefickt hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.